Hallo und herzlich willkommen zurück zu Serious Sam 3 mit Mortiferus und Ray. Die rumspackenden Spackos vom Dienst. Und ich bin Danta. Der einfach daneben. Yay. Okay, ich glaube, das reicht. Okay, ja, ich würde sagen, damit wir hier nicht die ganze Zeit rumgammeln, laufen wir schon mal los. Gibt's hier noch was zum Looten? Für mich als Looter Queen. Oh, ich hab was gefunden! Alter! Wurde jemand explodiert? Ach, Morty hat mir gerade circa 100 Leben abgezogen. Ja! Gut. Morty, gut. Quinn, I got a visual on the chopper. What's Alpha's status? I lost contact. In pieces. God damn it! Any survivors? Negative. And it's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six. That place is probably full of aliens. It's about to be full. Ja, ich hab Rüstung gefunden. Quinn, I've got a visual on the chopper. What's Alpha's status? I lost contact. Nochmal? Hier stand gerade eine Figur von Serious Sam, Leute. Any survivors? Negative. And it's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Fick dich! Der hat mir fast getroffen. Watch your six. That place is probably full of aliens. It's about to be full of dead aliens. Ich mache zwar gerade den ganzen Kampf, aber wenn ihr den sehen wollt, könnt ihr auch mal bei Ray reinschauen, ne? Deswegen machen wir ja, jetzt mit zwei Sichten. Was geht? Ich schau mir die Umgebung ein bisschen an. Ihr habt Spaß? Ich werde gleich tot! Nee, ich werde nicht gleich tot. Ich werde gleich tot! Gehen. Boah, wer hat mich getroffen? Ich find's immer echt interessant, wo man hier überall hinkommt. Aua! Der hat mich echt bis hierhin getroffen. Lol. Okay, hier ist auch nichts. Wir sind irgendwie ein bisschen leiser, weil wir konzentriert sind, ne? Bisschen. Aber noch ganz bisschen. Ich werde wieder viel zum Schnippeln haben, weil ich übersteuere. So, dann musst du nicht schneiden, Anko. Hinter dir! Noch. Dankeschön. Doch, ich schneide immer die Teile raus, da wo ich, beziehungsweise ich schneide sie aus. Du leise stellen und dalle. Du nimmst mit Audacity auf, richtig? Was? Du nimmst doch mit Audacity auf, oder? Ja. Du kannst doch einfach einmal normalisieren machen, dann ist das alles etwas leiser. Ja, aber dann ist meine normale Stimme wahrscheinlich auch zu leise. Nö, das cuttet nur alles ab einem bestimmten Schwellenwert, wenn du es eingibst. Okay, und den Schwellenwert kenne ich ja sowieso nicht, weil ich. Stell jetzt einfach auf 0,9 oder so, dann passt das. Posierst du? Ja, natürlich. Ich hab mich schon mal ausgeruht, während ihr da draußen gefaulenzt habt. So, und jetzt der Nerd in Action. Yay! Yeah. Nerdy in Action! Das ist in der Play nicht anderes. Wow, was für eine Action. Ray hustet. Da. Ich glaube, ich werde wieder krank oder so. Wieso das? Fall wieder. Ich glaube, ich war noch nie gesund. Ich wollte gerade sagen, du bist auf YouTube, du bist sowieso krank. Ich bin sowieso krank. Dieses komische Symbol da unten muss mal weg und es nervt. Hui, guck mal eine 3D-Analyse von dem Gebäude, die uns überhaupt nichts bringt. Geil. Nee, die tue ich nicht angucken, die ist hier unten. Die können das andere sehen. So, hier sollten wir mal auf Ray warten, damit die es auch aufnehmen kann. Oder ist die Moment, ich loote noch. Jo. So. Und wir brechen jetzt ins Museum ein, richtig? Ja. Und finden einen gewissen Professor Stein. Wie das klingt, Professor Stein. Ja, klingt, als ob wir einen Stein suchen. That one's for Jones, Bones. Oh mein Gott. Boah, ich wollte sie explodieren. Es hat nicht geklappt. Alle gehen auf Stantalos oder so. Ja, jetzt bin ich fast tot. Ich wollte nur mal gucken, ob die mit so einem Hammerschlag auch drauf gehen, aber das war leider nicht der Fall. Ich geh mal rein, so. Ne? Ja. Time to do a little research.
Oh my fucking god. Und Ladebildschirm, geil! Und jemand mit epischer Stimme bitte den Titel in 3, 2, 1, jetzt! Was? Achso, den Titel da oben? Ja, mit epischer Stimme bitte. Richtig geil. Welcher epische Stimme? Ich kann keine epische Stimme! Streng dich an, und zwar ein bisschen zackig, sonst sind wir gleich aus dem Ladebildschirm raus. Wow, Ray, wer spielt übrigens Serious Sam 3, wird mir gerade angezeigt. Boah. Was? Oh, wieso? Das kann ja nicht sein. Ich glaube, ich musste mich, ich müsste mich hier, da, irgendwie geht nicht. Okay. Okay, bald ja. Keiner macht, mitten ins Netz, der Spinne. So. Mortiferus, ein Tod. Ja, weißt du, ich... Oh, das auch anzumerken. In meinem Kanal, das habe ich beim Let's Play von 4 schon mal erwähnt, um eine kleine Zwischenwerbung zu machen. Ich zeige auch extravagante Todesarten. Let there be light. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mich hier aufs Fass stelle, ne, und dann... Ich bin nicht gestorben, Fail. Ah, verdammt. Ich habe mich schon drauf gefreut. Mortiferus wurde weggeblasen. Oh. Aha. Der war gut. Sam, I raised Stein. He's up on the second floor. Sounds like he found the hieroglyphs he was looking for and got his photos. Aber wenn wir Leben verlieren, macht das hier nichts. Says we'll get the photos. Wir haben ja eh alle kein Leben. Tell little Nelly to sit tight. Daddy's on the way. Nein, ich habe 3. Was? Danta, wo steckst du? Du bist bei mir irgendwie gar nicht angezeigt, wo du bist. Danta? Danta? Alter, ich hätte gerade mega den Grafik komisch. Total seltsam. Man muss dazu anmerken, Danta ist derjenige, der Host, deswegen wäre es etwas seltsam, wenn er rausfliegt und ich und Ray nicht. Ich sag schon wieder ich und Ray. Ray und ich, so. Hallo. Danta? Ich bin noch hier, hallo. Ja, ja, Danta, wir sehen dich nicht. Danta, wo bist du? Die Götter zugrunde und die Menschen haben die Rechte auf ihn. Ach, scheiß drauf. Ja, könnt ihr lesen. Lieber Action in dem Spiel, geht es noch nicht so um Story. Also vielleicht schon, aber ich finde es jetzt gerade weniger. Nee, dann wirklich. Piep, piep. Ich glaube. Ich glaube aber, es geht um eine Time Clock. Es geht um Monsters. Viele, viele Monsters. Das sind keine Monsters, das sind Aliens, Ray. Aliens und Monsters sind dasselbe. Nein, es gibt einen Film, Aliens vs. Monster. Würden die sich beide bekriegen, wenn es beide dasselbe wären? Es gibt Aliens vs. Predator. Aliens vs. Monster kenne ich nicht. Hallo, es gibt auch Abraham Lincoln vs. Zombies, soweit ich weiß. Das ist auch schon wieder dem, ich glaube, das mit Aliens vs. Monster war auch irgendwie Zeichentrickfilm. Oder so. Es wird immer Animation. So laut, wenn die Musik anfängt. Ja, ist so, dann versteht man gar nichts mehr. Wirklich? Dann höre ich mich nicht. Oh, du Ärmster, du hörst dich einfach zu gerne reden, Mann. Ha. Ich rede mich in Schlaf. Oh, das ist was? Oh, guck mal, der große Spinner. Der große Spinner. Oh. Hardcore. Ich war gerade dabei, ihr ein neues Kunststück beizubringen. Und ihr bringt sie auch. Weiß jemand, wofür wir eigentlich das Geld brauchen? Um mal damit anzugeben und Bitches zu kaufen. Ja, das glaube ich dir auch. Mir vor allem. Ja. Wem denn auch sonst? Wenn nicht dir. Ich bin ja auch immer so glaubwürdig. Ihr glaubt mir ja immer alles. Ja, ja, ich bin einfach ein bisschen zu naiv. Hey, hey Morty, da oben steht naiv an der Decke. Mann, ich will die fette Rüstung, aber ich hab schon 103. Ich hab jetzt erst 42, nachdem ich sie aufgesammelt habe. Alter, der hat mir gerade ins Gesicht gespuckt. Alter. Glaub ich doch drauf. Ich verwechsel da unten Nahkampf und Springen, das ist ein bisschen doof. Ja, das mach ich auch gleich noch. Was, springen? Nein, drauf scheiß. Oh, fuck. Der hat mir ins Gesicht gespuckt, also bitte. Das war gerade ein richtiger Fail. Weißt du, da kommt so ein Kamikaze auf mich zu und da liegt eine Spinne direkt vor ihm. Und was mach ich? Ich latsch genau, ich dreh das viel zu breit und werde dann vom Kamikaze weggesprengt. Gut. Ja. Boah, erschreckt mich doch. Das
das war. Ich habe keine Rüstung, ich kann keine Rüstung mehr aufnehmen, außer die 1er. Ich will aber die fette Rüstung, die ist cooler. Ich find's auch cool, wie einfach alle die gleiche Stimme haben. Außer mir wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin. Ich glaube, du hast auch die. Du musst einfach so eine männliche Frau da oben an der Decke liegen. Wo? Hab ich gesehen. Und? An der anderen Seite auch. Oh, Morty, du bist so stark. Ich weiß. Guck ihn dir doch mal an, ey. Ich bin ein wahrer Muskelkopf. Oh. Nicht nur im Game. Er kann ja kaum den Hammer heben, ey. Der ist meiner. Boah, das hat gerade gebackt. Alter, wo ist er? Ja, bei mir aber auch. Da hinten liegt noch Gesundheit. Wahrscheinlich deshalb. Oh, ich hab noch Gesundheit hier. Geld. Wo ist Gesundheit? Hier hinten. Achso. Boah, die kann ich nicht aufnehmen. Ich hab schon 123. Ja, siehst du, du spielst einfach nicht cool genug, heißt das. Ich spiele genauso wie ich fahre, also vorsichtig. Nee, ich war wirklich vorsichtig. Kannst du meine Mutti fragen? Oh. Wie kannst du die beweisen? Wie soll ich noch nicht aus Probezeiten raus, oder? Kannst du meinen Schnucki fragen? Der kannst du dir auch beweisen. Meine Mutter ist bestimmt voll stolz auf dich. Oh, ja. Wo geht's hier denn wieder weiter, ey? Hier. Ja. Hier. Weißt du was? Er muss es eh nicht sehen. Ah, okay. Oh, du läufst bei mir durch den Boden wieder. Ich lauf voll durch den Kreis. Durch den Kreis? Ich lauf durch den Kreis. Gut, Dante. Boah, Alter, er ist so hardcore. Er läuft durch einen Kreis. Und wir sollten nicht mal die Folge beenden. Oh mein Gott! Ray, wir Folge beenden. Okay. Dann kann Dante so lange uns suchen. Hä? Ich versteh's voll nicht. Boah, Alter, wir haben dieses Level jetzt ungefähr zum 5. Mal inzwischen gespielt. Du weißt immer noch nicht, wo es lang ist. Da ist die Tür. Alter, die Tür stand hinter dem Regal, also bitte. Oh. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn Dante wieder unten ist. Bis gleich. Tschüss. Alter, grad. Tschüss. Dante will sich auch noch. Ja, du sollst leise sein, wenn ich's mache, was? Dante, tschüss sagen, los. Tschüss. Danke.